immer das Einfachste. Anfliegen. Andocken. So, wir docken einfach mal hier an. Mal gucken, ob uns noch nach Volk oder nach Fort Busch bringt. Das ist mir eigentlich so ziemlich wurscht. Wir müssen ja eh hier das Münzen aufdecken. Oh. Da steht schon wieder so viel Text. Wetten, der hat schon die ganze Zeit jetzt wieder geschrieben. So, mal gucken. Andocken. Okay, er fliegt mich nach unten. Ist okay. Gibt es ein ganz einfaches System. Unten ist die eine Richtung, oben ist die andere Richtung. Wirklich ganz einfaches System. So. Wir fliegen jetzt mal. Wir fliegen mal rüber. Mal gucken, was da passiert. Oder da hinten sieht man, da ist ein Sprungtor. Ob es hier auf Fort Busch eine Andockmöglichkeit gibt. Kann ich das Schlafschiff? Ich kann auch das Schlafschiff Missouri andocken. Und dort einen Auftrag holen. Alles kein Problem. Roger, bitte warten. Wir sind zurzeit belegt. Freigabe wird erteilt, sobald etwas frei ist. Guck mal, die Kopfgeldjäger sind momentan... Die mögen mich noch. Hier ist Norfolk Luft für Liberty-Frachter-Konvoi. Bitte nennen Sie Ihr Ziel. Hier Universal Silberberg übermittelt. Freelancer Alpha 1-1. Sie dürfen jetzt zum Dock. Also ich bin Freelancer Alpha 1-1. Also mehr Einsen kann man nicht reinbringen. Alpha ist ja auch der erste Buchstabe und so. Also irgendwie, naja. Mehr geht wohl nicht. So. Gut, dann wollen wir mal zur Bar. Auftrag? Auftrag annehmen. So, jetzt gehen wir erstmal gucken, was für Schiffe hier sind. Oh, das ist das Schiff, was ich haben möchte. Habe ich so viel Geld? Nein, habe ich noch nicht. Aber das Schiff möchte ich haben. Das ist total toll. Wenn ich das Schiff... 4.800. 5.685 habe ich. Hier ist 4.000... Eigentlich müsste ich mir das doch leisten können. Ich will mir dieses verdammte Schiff leisten. Gott verdammt. Angeblich habe ich so viel. Und wenn ich die ganzen verkaufe? Ich versuch's mal. Erstmal gehe ich jetzt zu dem Händler. Ich habe ja bestimmt auch was geladen. Giftmüll. Ich kann hier ganz günstig Giftmüll einkaufen, Leute. Ich will den anderen Kreuzer haben, der ist nämlich toll. Die kann man auch immer verkaufen. Ja, jetzt müssen wir zählen wahrscheinlich. Oh Gott. Ich brauche mal einen Taschenrechner. Ja, das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich will dieses verdammte Schiff haben. So, 200 mal 10, mal 10 plus 200 mal 10. 4000 sind das hier. Plus 5900, was ich in der Küsse habe. Plus 300, plus 150, plus 150, plus 150, plus 213, müsste eigentlich schon längst reichen. Das Schiff an sich hat ja auch noch einen Wert. Plus 4800, ich komme auf 15.681. Ja, ich kaufe mir das Schiff. Geht das überhaupt? Kann ich das Schiff einlösen? Sie brauchen 1560 Quer. Ja, die habe ich doch. Warte mal, warte mal. Ich muss nur meine Nanobots verkaufen, dann habe ich die. Komm. Pass auf, ich verkaufe jetzt Nanobots. Und zwar
5. Und hier verkaufe ich auch nochmal 5. Und jetzt kann ich es mir leisten. Bitte, bitte, bitte. Ich will dieses verdammte Schiff nehmen. Schiffskauf abgeschlossen. Ja, ich habe ein neues Schiff. Ich weiß, ich bin gerade total glücklich, aber ich habe ein neues Schiff. Das ist das Schiff, was ich lieber mag. 440 habe ich noch und ich kann darauf viel mehr machen, wie man sieht. Aber ich muss die erstmal mit Billigwaffen bestücken. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Ich habe auch nicht genug Geld dafür. Da muss ich Nanobots loswerden. Also 2 will ich da behalten. Machen wir es mal so. Jetzt kann ich mir nämlich auch nochmal wieder Waffen kaufen. Nehmen wir die. Dann könnte ich mir einen Turm kaufen. Aber gibt es hier einen Turm? Ah, nö. Ui! Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Vielleicht kann ich mir dadurch einen Turm kaufen. Okay. Ach ja, einen Quest haben wir ja schon ausgewählt, ne? Dann starten wir mal wieder in den Weltraum und haben ein neues Schiff. Ich weiß nicht, aber ich gucke das Schiff nämlich, weil ich das schön finde. Also ich gucke auch nach Aussehen. Dummerweise. Es gibt ja noch mehr Schiffe, die schön aussehen. 1 durch 1. Ihr Schlachtschiff Missouri. Alles klar für den Start. Viel Glück da draußen. 7. Für Kopfgeldjäger. Start 14/5. Was dagegen, wenn ich einen Blick in den Frachtraum... Feindliche Schiffe werden am nächsten Einsatzwegpunkt sein. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Okay. Ich bin gerade stolz wie Oscar, dass ich ein Schiff habe. Außerdem, die Nanobots von hier, die werden wir sowieso auffüllen, weil die anderen die haben. Mal gucken, wie viel müssen wir denn jetzt... jetzt müssen wir aber wieder ein paar mehr Quests machen. Das ist aber normal. So. Einsatzweko. Ja, da. Wo müssen wir eigentlich ganz hin? Achso. Da hinten sieht man schon, da hinten ist das Fort, auf dem müssen wir wahrscheinlich rauf. Da hinten ist das Colorado-Tor. Colorado-Sprungtor. Ich springe mal von New York nach Colorado. Sprungtor. Mit das Schiff müsste eigentlich sogar sprungfähig sein. Aber ich bin nicht sprungfähig. So, weil ich darf noch nicht springen. Weil die wollen mich gerne in diesem einen System vom Spiel her belassen, damit ich erstmal so ein bisschen vertraut werde mit der Geschichte, glaube ich. Okay. Hier ist aber nur Zeugs, was mich positiv findet. Einsprungtor! Und das hat übrigens auch Geschütze. Wir haben sie zum besseren Anvisieren markiert. Wenn ich mit ihnen fertig bin, bleiben nur Fetzen übrig. Das glaubt er mal selber nicht. Feind feuert, genau. So sieht's aus. Und? Ah, okay, ich habe eine Schildbatterie gekriegt von dem.
Okay. Habe Ziel ausgewählt. Bitte warten. So, schnell das da hinkriegen. So, komm. Ich habe feindliches Ziel im Visier. Und, was habe ich diesmal gekriegt? Wieder ein Schildbatterie. Ziel in Reichweite. Feind erfasst. Was gar nicht mal so schlecht ist. Und wieder eine Schildbatterie. Ich sag ja, die Dinger kriegen wir schon noch wieder. Gut, aber sie sind noch nicht fertig. Am nächsten Wegpunkt warten weitere Feinde. Und den Wegpunkt anfliegen. Okay, jetzt haben wir einen Kampf gemacht und 4 Schildbatterien bekommen. Unsere Systeme sind gut aus. Gut. Wir müssen halt aufpassen, wenn der blaue Balken runter ist, fängt an, der rote Balken hier runter zu gehen. Und das ist das Gefährliche. So. Hallo, ich könnte Unterstützung brauchen. Gut, hier kriegst du deine Unterstützung. Bin geschädigt, aber nicht sehr. Bin geschädigt, aber nicht sehr. Ah, Hilfe. Ja, jetzt bist du tot. Und jetzt habe ich auch schon 7 Nanobots. Coole Aktion. So, da ist das. Wenn man zum Beispiel eine Waffe kriegt, die sehr viel Schaden macht, aber sehr wenig Schildschaden macht, dann bringt einem das überhaupt nichts. Aber das bringt einem was, wenn man so eine Waffenkombi hat, die eine Waffe sehr viel Schildschaden macht, dafür wenig normalen Schaden. Das bringt dann was. So. Gut gemacht. Einsatzkommission 14 sogar schon. Hier Juni. Ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Interessiert? Jo. Wir treffen uns auf Manhattan. King und ich erwarten Sie in der Bar. Das kommt, wenn man... dadurch, dass ich ja so viele Bots eingesammelt habe und die auch was wert sind und den Einsatz gemacht habe, wo ich durch Geld gekriegt habe, bin ich jetzt über die 16.000 gekommen, die ich benötige. Und deshalb bin ich jetzt beim nächsten Einsatz von Juni. Andocken. Ah, mit dem kann ich leider noch nicht andocken. Und man kann in dieser Schnellreisefunktion leider nicht ballern. 299. Das ist das Maximale dann. Okay. Manhattan. Ich mag aber das. Also das Spiel, weil ich finde diese Farbgestaltung schön. So, jetzt docken wir mal an. Ach, schade. Boing. 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 Und boing. Boing, boing. Okay, wo jetzt lang? Da lang. Fort Bush, Planet Manhattan. Naja, wir haben nicht viel aufgedeckt, aber wir müssen auch nicht alles aufdecken. Ich habe das schon mal gemacht, dass ich hier versucht habe, alles aufzudecken. Wir sind jetzt ja hier. Das eine geht, glaube ich, hier unten ab, dann geht es hier so ein Viereck ab und hier oben geht was ab und das ist ganz schön kompliziert und komplex. Aber wenn du so ein System hast, wo du auch von der Story gar nicht reinkommst, dann suchst du dich da dumm und dusselig. Und das System ist groß. Und wenn es da nicht gerade was gibt, dann fliegst du einfach mal eine halbe Stunde in die eine Richtung und guckst, ob da irgendwas ist. Also das war mir irgendwann zu blöd. Andocken. Juni in der Bar auf Manhattan treffen. Das kriegen wir hin. Die SE-Eskorte. Hier Liberty Polizei, Sigma 3 für Freelancer Alpha 1. Strich 1. Halt, ich scanne den Laderaum. Unser Ziel ist alles klar. Das kann dann leider passieren, dass die Polizei den Laderaum scannt. Und wenn man dann irgendwas dabei hat, was gefährlich ist. Oh, ich habe sogar Javelin-Raketen dabei. Kann ich loswerden? Ich habe Schrott dabei. Weil vielleicht kann ich gleich nochmal zum Händler. Ladevorgang. Oh, das war ein sehr schneller Ladevorgang.
Gut, dann gehen wir erstmal zum, wenn wir nicht gleich hier irgendwie eingespeist werden, gehen wir gleich erstmal zum Händler. Avalon Beyond. Hualon. Achso, Soda. So, dann gehen wir hier, genau. Das ist ein Zeichen, dass irgendwas kaputt ist. Ist halt die Frage, was kaputt ist. Meistens ist irgendetwas kaputt, was man eingesammelt hat, was man nicht reparieren braucht, wenn man es eingesammelt hat. Also eigentlich ist es... Na, eigentlich ist es sinnvoll, als allererstes erstmal zu verkaufen und dann zu reparieren, weil es kann auch irgendwas kaputt sein, was man eingesammelt hat. Das braucht man nicht unbedingt reparieren. So, ich will den Schrott verkaufen. Hier. Und dann gucke ich mal, was ich dem hier verkaufe. Ich mag mein Schiff. Es sieht auch schön. Also es gibt ja noch auf der Ebene noch bessere nachher, die wir kriegen. Es gibt ein Monster-Megaschiff. Also die hier zum Beispiel verkaufe ich schon mal. Es gibt ein Monster-Megaschiff. Das ist schon... Mal gucken. Das ist eine Waffe, sehe ich gerade. Energieverbrauch 9. Waffen 20 und 14. Weißt du was? Hier behalt den Scheiß. So, oh, hier ist irgendjemand leckeres Essen. Ja, die kann ich hier noch nicht verwenden, weil so eine große habe ich noch nicht. Ach, ich bleib mal bei den Waffen, die ich hier habe. Schiffe hat er bestimmt immer auf den Scheiß. Ja. Warum gucke ich ja nicht nach, wenn ich weiß, er hat doch eh immer den Kram. Was soll ich erzählen? Es gibt hier ein Schiff und Waffen, die man nur kriegen kann, wenn man sich richtig ransetzt. Mein Freund hat das schon mal geschafft. Dieses eine Schiff zu kriegen, da muss man sich mit einer bestimmten Gruppe gut stellen. Und da muss man halt, das dauert halt eine Weile. Aber schön, Sie wiederzusehen. Also, wo wir jetzt alle hier sind, die LSF hat einen wichtigen Auftrag für Sie. Interessiert? Yep. Ja, warum nicht? Okay, hier die Einzelheiten. Die LSF weiß von einem Schmuggler, der Artefakte in den und aus dem Liberty-Raum schleust. Was für Artefakte? Außerirdische. Sie sind sehr alt und erzielen unter Sammlern einen hohen Preis. Liberty überwacht und beschränkt den Handel. Aber auf Anordnung der Präsidentin will die LSF ihn unterbinden. Kann ich bitte ausreden? Okay. Der Schmuggler heißt Sean Ashcroft. Wir observieren ihn schon eine ganze Weile. Wir haben Informationen, dass er eine Ladung durch das Colorado-Tor nach New York schleusen will. Wir wollen ihn. Stoppen Sie den Konvoi noch vor New York und bringen Sie Ashcroft zum Verhör. Aber Vorsicht, wahrscheinlich hat er Hilfe. Ich lade jetzt den Zugangscode zum Colorado-Tor in Ihr Neuronet. Zudem werden ein Traktorstrahl auf Ihrem Schiff installiert. Moment. Erzählen Sie ihm von dem Bonus. Was für ein Bonus? Ich habe die Zugangscodes für die anderen Liberty-Tore. Bringen Sie uns Ashcroft und Sie können sie haben. Wirklich? Wirklich. Ich muss noch einen Boxenstopp einlegen. Wir sehen uns im All. Okay. Okay, wir werden endlich rausgelassen. Lonigan, bist du das? Wann hat man dich aus dem Krankenhaus entlassen? Du denkst, du bist in Sicherheit, aber das bist du nicht. Was faselst du da? Was denkst du wohl ist auf Freihafen 7 passiert, hm? Wurde in die Luft gejagt. Zusammen mit meinem Schiff, meiner Erzlieferung und der Million Credits, die du mir schuldest. Ha! Wie gewonnen, so zerronnen. Nein, 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 nein. Wir hatten einen Deal. Und der ist...